Zu Besuch in Istrien. Die Halbinsel mit ihren rund 320.000 Einwohnern zählt zu den Angler-Hotspots Europas. Zusammen mit dem Global Angler Team geht es hinaus auf hohe See. Unser Ziel: Thunfisch. Los geht es um kurz nach 5 Uhr morgens in einem der zahlreichen Häfen von Pula. Nach ein paar Seemeilen am offenen Meer unser erster Fang. Kein Fisch, aber ein fast neues Kajak, welches wir selbstverständlich bergen und an Bord verstauen. Schon kurze Zeit später geht die Jagd los. Kapitän Alex, der die Küste Istriens wie seine Westentasche kennt, bringt alles in Stellung. Wir müssen nicht lange warten und schon der erste Biss. Und gleich noch einer. Ein Triple Strike. Dann geht es plötzlich schnell. An einer der Angeln hat sich ein Blauflossenthun festgebissen. Vorsicht! Ja. Kommt jetzt. Wow! Auf Anweisung von Peter muss ich in den Kampfstuhl und darf mich erstmal richtig auspowern. Nach knapp 45 Minuten im Drill, oder wie man in Deutschland sagt, Drill, ist es dann soweit. Mein erster Blauflossenthunfisch. Was für ein Erlebnis. Unbeschreiblich. Anfängerglück. Jörg, bist du fit? Geht noch einer? Oder geht noch? Oder geht noch? Der Nächste im Sturm. Jede Reise eingewiesen. Was hast du gefangen? Einen riesengroßen Thunfisch. Da glaube ich kann man, ich weiß nicht, tausend nicht, aber viele, viele Thunfischdosen damit füllen. Sensationell. Überglücklich und völlig überwältigt vom Angelabenteuer steuern wir vier wieder auf den Hafen von Pula zu. Am nächsten Morgen geht es wieder auf See. Wir wollen hinter Schleppfischern unser Glück versuchen. Und schon nach kurzer Zeit beißt wieder einer zu. Diesmal ist Bernd im Kampf mit dem Thunfisch. Und nach einer halben Stunde Kampf ist der Fisch an Bord. Es war mega. Es war anstrengend, aber ein unglaubliches, tolles Erlebnis. Super toll. Und mit der Crew macht es natürlich richtig Spaß. Zwei Stunden, nachdem wir hinter dem Schiffskutter hinterher sind, zieht dieser seine Netze ein und holt seine wertvolle Beute an Bord. Und Schildkröten. Allerdings haben die an Deck nichts zu suchen und sind in Europa streng geschützt. Die Fischer werfen das arme Tier aus dem Schlepper. Völlig entkräftet holt es Peter mit dem Catcher zu uns ans Boot. Viel länger hätte die Schildkröte nicht ausgehalten, denn auch sie benötigt Sauerstoff zum Atmen. Sie atmet noch,
halt so hoch und die meisten ertrinken dann. Und die wäre fast abgesoffen und jetzt haben wir sie an Bord genommen, dass sie sich erholt. Und ich denke, die ist wieder zu sich gekommen, die ist fit, die lassen wir jetzt schwimmen. Nach rund 2 Stunden aufpäppeln, entlassen wir sie wieder in Richtung Freiheit und mit einem guten Gefühl. Ja, guck mal. Jawohl. Super, mal wie die weggeht. Anschließend geht es für uns wieder in Richtung Hafen. Am nächsten Tag müssen wir wieder die Heimreise antreten. Allerdings bleiben die Gedanken beim Hochseefischen in der Adria. Big Game Fishing in Istrien. Ein unvergessliches Abenteuer. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit Profis macht es halt doppelt so viel Spaß. Danke, Global Angler.